Hallöchen aus der Marina Eldenburg. Ja, wie Sie vielleicht sehen können, bin ich gerade so ein bisschen eingeschränkt. Deswegen habe ich quasi eine rechte Hand gefunden an meiner linken Seite. Wir haben nämlich Malia da, die wird uns so ein bisschen helfen hier diese Woche. Mhm. Ja, und Malia, du kannst dir erstmal erzählen, wo du eigentlich herkommst und ob du schon öfters Kontakt mit dem Wassersport hattest. Also ich komme aus Österreich und deshalb Servus und Ahoi. Genau, Ahoi, wie man in Österreich sagt. Ja, nein, aber weil wir jetzt hier auf dem Steg stehen. Ah, okay, alles klar. Genau, also Kontakt mit Wasser. Warte mal ganz kurz, Kamerakind, halt mal bitte die Kamera gerade. Danke. So, weiter geht's. Weil wir jetzt hier am Steg stehen. Richtig. Auf dem Steg. Kontakt zum Wassersport? Sonst schon öfters mit Schiffen unterwegs gewesen? Nein, aber... Kreuzfahrt gemacht? Nein. Schwimmen gewesen? Schwimmen, ja. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist Tatsache, ja. Wir können ja mal kurz unser aktuelles Boot-Office zeigen. Das ist nämlich hier eine Futura 36. Gibt es ja ein Erklärvideo. Müritz-Kuse heißen die alle hier bei Schulz. Du warst jetzt schon eine Nacht bei uns auf dem Schiff. Ja. Wie gefällt es dir? Sehr schaukelig. Schaukelig? Ja, so konnte man gut einschlafen. Schaukelig. Okay, also wir waren am Steg festgemacht. Es hat zwar immer ein bisschen geregnet. So. Ja, also es wie gesagt, schön. Du musst uns die Woche so ein bisschen helfen. Ne? Du wirst sozusagen mal mit ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier Interviews machen. Wir werden zusammen Boot fahren. Du hast Oskar, hast ja gestern schon gemacht, ein bisschen geholfen. Tagesboote umparken, war es kompliziert? Nein. Kann er das? Ich hab nichts gemacht. Ich stand so daneben, war Support für so die Psyche. Okay. Dann, wir haben schon ein bisschen Knoten geübt. Könntest du sofort eine Klampe belegen oder müssen wir es nochmal üben, sicherheitshalber? Okay. Nochmal üben. Also, das sind alles die Sachen, ne? Wenn man eben von ein bisschen weiter wegkommt, aus einem Land, wo vielleicht eher die Berge bekannt sind und der Schnee. Ne? Aber wir kriegen hier Malia schon gecoacht, werden das Ganze also ein bisschen dokumentieren und sie dann auch ein bisschen mit der Kamera losschicken. Und mal gucken, was du hier so für Interviews einfängst. Definitiv. Wir sind alle sehr gespannt. Also das Ganze demnächst hier auf dem Kanal.